Im vergangenen Jahr startete die gebürtige Österreicherin bereits im September mit den ersten Vorbereitungen. Fortan zierten die ersten Girlanden, Lichterketten und Christbäume das Pochersche Domizil in Köln. Auch erste Plätzchen wurden gebacken. Wer die Zeit jedoch so intensiv zelebriert, dem steht gleich zu Beginn eines jeden neuen Jahres ein schwerer Gang bevor. Diese Erfahrung musste auch Amira kürzlich wieder machen. Wie bei vielen anderen Familien markiert der Tag der Heiligen Drei Könige, 6. Januar, auch für sie den Startschuss, um sämtliche Weihnachtsutensilien wieder in den angestaubten Kartons zu verstauen. Doch auch Olli scheint kein Preisschild zu kennen, wenn es darum geht, seine Ehefrau glücklich zu machen. Aber ist ihm dies mit seiner Überraschung überhaupt gelungen? In einer kleinen Fragerunde auf ihrem Insta-Kanal offenbarte die Beauty nämlich brühwarm: Das war mein Weihnachtsgeschenk, aber wenn ich ehrlich bin, war's das jetzt auch echt mit Weihnachten. Ergänzend fügte sie beinahe schon flehend hinzu: Ich will ans Meer. Auweia, es macht also beinahe den Anschein, als hätte der Comedian diesmal nicht so ganz ins Schwarze getroffen, was die Wahl seines Geschenks betrifft. Die Zeit im Schnee genießt das Promi-Paar aber dennoch. In diesem Jahr war der Weihnachtszauber für die Zweifach-Mama damit aber noch längst nicht beendet. Denn Olli hatte seiner Herzdame ein besonders kostspieliges Präsent unter den künstlichen Tannenbaum gelegt. Eine Reise nach Finnland in das Dorf des Weihnachtsmanns. An selber Stelle hatte vor wenigen Tagen erst noch Sarah Engels, 30, gemeinsam mit ihrer kleinen Patchwork-Familie ein paar frostige Urlaubstage verbracht und anschließend von den Kosten berichtet. Uff. Thank you.